Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Handwerker. Heute zu Gast bei mir im Interview ist Corinna. Sie ist bei Instagram bekannt als Hannibals Käthe. Miss Perspective. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute Corinna zu Gast. Sie ist vielen bekannt als Hannibals Käthe von Instagram. Und ich freue mich total, dass wir heute über die MS und das Leben mit der Erkrankung beziehungsweise allem, was nebenbei passiert, reden. Hallo Corinna, liebe Grüße nach Bayern. Hallo Nele, schöne Grüße aus Nürnberg, zur Nähe Nürnberg. Ja. Ja, ich freue mich, dass du hier bist und Zeit gefunden hast. Das ist total schön. Vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor, die dich noch nicht kennen, also was du so machst und ja, über das meiste reden wir ja, aber vielleicht eine ganz kurze Vorstellung von dir. Alles klar. Also ich bin die Corinna, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Mittelfranken, habe eine Tochter, habe einen Ehemann und einen Hund und bin gerade noch in Elternzeit als Physiotherapeutin. Ja. Sehr schön. Sehr gut, genau. Da ist eine weitere Gemeinsamkeit bei uns. Ne? Ich bin ja auch immer noch in Elternzeit. Ja. Okay, ich habe nicht den Hund, ich habe die Mäuse, aber ja. Ich bin auch nur noch bis Montag in Elternzeit. Oh, super. Oder ja. Wie auch immer. Also auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall. Genau. Du sag mal, wir wollen ja hier auch ein bisschen über die MS sprechen, aber eben auch über all die anderen Dinge, die so im Leben passieren. Schließlich ist das ja zum Glück nur ein Teilaspekt. Seit wann hast du denn die Diagnose Multiple Sklerose? Die habe ich seit Mai 2013 und zwar jetzt am Samstag werden es 7 Jahre. Okay, ja, ist ja auch genau. Schon eine Zeit. Ja. Und wie geht's dir aktuell mit der MS? Gut. Hast du irgendwelche Einschränkungen? Hast du irgendwelche Probleme? Oder? Ich habe seit einem Schub damals Doppelbilder nach rechts. Die sind mir geblieben. Mhm. Ansonsten merke ich zurzeit nichts. Habe aber vor 2 Wochen wieder mit einer Basistherapie angefangen. Und deswegen ist es gerade wieder sehr aktuell bei mir. Ja, super. Ja. Habe ich ja auch so vor 3 Monaten. Ja. Ist bei mir jetzt mittlerweile her, aber ja. Das ist gut, das ist gut. Ja. Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Nimmst du eine Basistherapie, hast du gerade schon gesagt. Hast du schon mehrere probiert? Man sagt ja mittlerweile, man muss die Basistherapie finden, die zu einem selber passt. Also wie ist das bei dir? Ich habe direkt nach der Diagnose angefangen, mit Rebif zu spritzen. Hatte das 5 Jahre auch gemacht. Bin dann schwanger geworden. Und stille ja aktuell immer noch und habe jetzt eben vor 2,5 Wochen angefangen, wieder Rebif zu spritzen. Das ist also bis jetzt das Einzige, was ich hatte und ich komme gut damit klar und ich habe ehrlich gesagt echt Angst vor anderen Nebenwirkungen, weil ich die jetzt einfach kenne und damit zurechtkomme. Ja, ja. Und konnte man da auch irgendwie sehen, also warst du mehr oder weniger, ja, warst du schubfrei sozusagen unter der Therapie als das, also vor der Schwangerschaft? So gut wie. Ich hatte einen Schub also in den 5 Jahren. Und also das Einzige war wirklich, dass ich mit der Höchstdosis ein bisschen schwierig zurechtkam mit den Nebenwirkungen und wir dann wieder ein bisschen runtergegangen sind und ich damit dann wirklich gut zurechtkam. Ja. Okay. Okay, da gibt's verschiedene, ja, ich kenne mich ja auch nicht so aus, ich kenne mich auch nur mit meinem Medikament aus. Da gibt's quasi verschiedene Dosen, die man nehmen kann und da kann man ein bisschen rumprobieren, ja? Also theoretisch nicht. Also man schleicht am Anfang ein mit 8,8, dann 22, dann 44 und das ist dann die Höchstdosis. Das nehmen eigentlich auch alle und wir sind dann auf die 22 wieder runtergegangen, weil er gesagt hat, ich bin schubfrei in der Zeit, mir geht's wirklich gut, also kann man's machen. Also ich habe das gut vertragen, die 22, und bin jetzt nach der Zeit wieder mit den 22 reingegangen und werde auch auf den 22 bleiben und nicht auf die 44 hochgehen. Ja, super. Ja, das ist auch was, ich hatte jetzt den Professor Dr. Ziemsen im Interview, der ist ja mein Neurologe, und der hat auch gesagt, es geht wirklich darum, individuell für den Patienten das jeweils Passende zu finden. Also man, es
es gibt nicht sozusagen das eine Standardpaket, weder beim Medikament, und das macht auch Sinn, dass man guckt vielleicht nach der Dosis, ne? Aber danke, dass du dir dazu deine Erfahrung teilst. Das ist natürlich ganz spannend. Gerade für alle, die sich vielleicht noch nicht auskennen oder die da neu einsteigen. Das ist wirklich eine Sache, wo man eben individuell zusammen mit seinem Arzt im Zwiegespräch, glaube ich, schauen muss. Ja, es war auch so, ich hatte am Anfang diesen Rebismart genommen, mit dem das, glaube ich, alle so machen, und habe aber bemerkt, dass mir diese Zusätze, die da drinnen sind, weil das ja für 3 Tage irgendwie immer geht, das Medikament, und da sind scheinbar Zusätze drinnen, die ich einfach überhaupt nicht vertragen habe. Und ich bin dann auf diese Einmalinjektionen gegangen, also ich habe eine ganz normale Spritze, wie es beim Arzt so eine Impfspritze gibt, die steche ich halt rein und komme damit halt wunderbar klar. Ja, macht sonst auch keiner, den ich kenne, der Rebe spritzt. Okay, ja, aber es ist doch super, dass du da mal drüber berichtest hier. Dann ist das ja vielleicht für andere auch eben eine Option. Ja. Das ist spannend, danke. Ja. Gerne. Und sag mal, wie sieht das denn aus? Seit 7 Jahren hast du die Diagnose, du bist jetzt 32, das heißt, du warst irgendwie Mitte 20, als du es bekommen hast, relativ typisches Alter. Wie hat sich denn deine Lebensplanung geändert? Gab es da irgendwie einen Unterschied, was du vorher vorhattest und was du dann mit der Diagnose im Kopf sozusagen angepasst hast, oder ist das alles gleich geblieben? Also ich glaube, beruflich hatte ich es hauptsächlich, dass sich relativ viel für mich geändert hat. Für mich war relativ klar, ich bin Physiotherapeutin und habe im Sportbereich gearbeitet, und es war völlig klar, ich fahre irgendwann mit zu Olympia. Ich werde da Physiotherapeutin sein, und das war das große Ziel eigentlich für mich. Und mit der Diagnose war das dann eigentlich relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren wird. Also ich bin dann mit den Stunden auch runtergegangen, und ja, das war einfach irgendwo nicht mehr realistisch. Ja. Und das war aber für dich auch okay. Also du hast mitbekommen, sozusagen dieses Ziel da sozusagen wegzustreichen und vielleicht durch andere zu ersetzen, das war für dich auch in Ordnung? Nee, überhaupt nicht. Nee. Das war ziemlich hart sogar. Und also ich habe die Diagnose 2013 bekommen, und es war dann 2015, wo ich einen ziemlich großen Tiefschlag hatte, mit der MS und der Psyche und allem. Und da war dann eigentlich klar, dass Olympia für mich gestorben bleibt. Okay. Ja. Okay. Ja. Naja, red mal dann vielleicht mal noch ein kleines bisschen drüber. Wie hat sich denn, also du hast jetzt gerade den Beruf schon erwähnt, hat sich auch deine Einstellung gegenüber Familie und Freizeit seitdem irgendwie verändert? Nein. Also für mich war klar, ich möchte Kinder haben. Genau, ich habe eine kleine Tochter jetzt. Und es läuft echt super auch alles. Da habe ich auch nie wirklich Bedenken gehabt, dass es irgendwie wegen der MS nicht funktionieren könnte. Und von der Freizeit her ist es eher, dass ich würde gar nicht sagen, irgendwie was nicht mehr mache, sondern viele Dinge einfach dazugekommen sind, auf die ich vielleicht so gar nicht gekommen wäre. Ja. Du machst da einige Sport auch in der Selbsthilfegruppe, oder? Gemeinsam genau. Mit der Selbsthilfegruppe? Von der DMSG Mittelfranken läuft es aus, dass die das anbieten hier. Also ich gehe zum Bouldern, ich gehe klettern. Wir waren in der Hippotherapie. Genau, sowas mache ich jetzt. Und sind das Sachen, die ihr dann ausprobiert, oder ist das regelmäßig? Also ist das so reinschnuppern, damit man sieht, was es alles gibt, und dann später, wenn man möchte, macht man es alleine weiter, oder geht ihr regelmäßig zum Klettern und regelmäßig zum Hippotherapie ist mit Pferden, ne? Genau, ja, mit Pferden. Beides tatsächlich. Wir haben, also das Bouldern ist ein Kurs, der immer wieder läuft. Das Klettern war ein Schnupperklettern, und vor Corona war auch geplant, dass es einen Kurs gibt, der abgesagt wurde jetzt deswegen. Da hoffe ich, dass das irgendwann anders dann einfach wieder weiterläuft. Und die Hippotherapie war ein einmaliges, aber ich reite seit über 20 Jahren. Genau, deswegen war das schön, einfach mal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Aber den Kontakt zu Pferden habe ich eben auch weiterhin. Okay, das ist schön.
Das ist schön. Und du hast ja gerade schon den Tiefpunkt erwähnt. Da würde mich mal interessieren, wie bist du da wieder rausgekommen? Das ist ja das Wesentliche. Also ein Tiefpunkt, glaube ich, mit MS, auch ohne MS, erlebt den ja jeder. Aber das Wichtige ist ja auch irgendwie eine Strategie zu finden, da wieder rauszukommen. Das wäre schön, wenn du die mit uns teilst. Ja, das war nicht so einfach. Das hat lange gebraucht, dass es richtig ausgebrochen ist. Also ich hatte da schon 2 Jahre die Diagnose und habe die auch relativ sehr arg verdrängt. Mit allem, was dazugehört, glaube ich. Ja. Ein Klassiker leider. Ja. Und das hatte angefangen im Frühjahr 2015. Da hatte ich mit der Blase wahnsinnig zu tun. Da hatte ich den Schub mit dem Auge dann auch. Und für mich war, glaube ich, dieser Kontrollverlust mit der Blase einfach wahnsinnig schwierig zu akzeptieren. Und wir waren dann auch im Urlaub und das Problem war, ich hatte eine Blasenentzündung, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung, ich hatte dann einen Nierenstein. Boah. Dann wieder mit der Blase zu tun und es ging halt einfach überhaupt nicht weg, sondern es blieb einfach und für mich war das ganz schlimm mit 27, die Blase einfach irgendwie nicht mehr kontrollieren zu können. Und dann kam familiär noch ein bisschen, dass ich Streit mit meiner Oma hatte. Dann kam ganz viel aus der Kindheit zusammen und hatte dann eigentlich einen ziemlich krassen Zusammenbruch, als ich auf dem Weg zur Urologin war, weil ich wieder mit der Blase zu tun hatte. Und bin dann in der Früh aufgestanden und saß am Klo und habe in der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich kann einfach nicht kommen, das geht nicht mehr. Und habe dann meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ich brauche Hilfe. Und meine Mama hat mich dann geschnappt und wir sind dann in die Notaufnahme gefahren, in Nürnberg, in die Psychiatrie und war dann wirklich 2 Wochen stationär. In der Psychiatrie wurde einfach mal komplett resettet, komplett rausgenommen und war dann, oh Gott, ich glaube 10 Wochen in der Tagesklinik, also in der psychiatrischen Tagesklinik und habe in der Zeit wirklich sehr viel aufgearbeitet. Hab dann auch akzeptiert, dass ich mich mit der MS auseinandersetzen muss. Hatte ein Gespräch mit dem Michael hier in Nürnberg von der DMSG, der wahnsinnig hilfreich war, der mir verschiedene Selbsthilfegruppen gezeigt hat, der gesagt hat, ich soll es einfach mal angucken, ob das was für mich ist, ob das vielleicht gar nichts für mich ist, mal in verschiedene Gruppen reinschauen. Dann habe ich mir einen Therapieplatz gesichert, war dann nicht mehr stationär, sondern ambulant in der Psychotherapie, war, ich glaube, insgesamt 6 Monate raus aus dem Job, hab in der Zeit aber auch geheiratet, was eine sehr große Hilfe und Stütze einfach in der Zeit war. Und genau, also ich kann jedem empfehlen, einen Therapieplatz sich zu suchen. Und es einfach zu machen und es ist keine Schande, sondern ja, es hilft einfach, wenn mal jemand Außenstehendes da drauf guckt und es realistisch mit einem durchgehen kann. Ja. Ja. Das, genau. Was man für die Norm hält, ne? Das ist nicht unbedingt die Norm. Überhaupt nicht. Das, wenn man so kennengelernt hat. Überhaupt nicht. Also da habe ich sehr viel gelernt, dass die Norm einfach oder auch meine gefühlte Norm nicht meiner realistischen Norm entspricht. Ja. Ja, und ich gehe auch weiterhin, also bis heute in die Psychotherapie, bin aber so weit, dass ich sage, ich brauche es jetzt gerade nicht regelmäßig, sondern ich habe einfach den Kontakt zu ihr. Wenn ich was brauche, dann kann ich sie jederzeit anrufen und einen Termin machen. Genau. Ja, das war so mein Weg daraus. Ja, also mit Unterstützung, mit Psychotherapie, mit Unterstützung durch deinen Mann, deine Mama und... Klingt gut. Und auch halt wirklich mal raus aus dem Job für die Zeit. Und du bist ja, also fängst ja jetzt dann nächste Woche, fängst jetzt auf jeden Fall wieder an. Sprich, hat dir offenbar ja alles gut getan. Schön, schön. Ja, obwohl ich jetzt in der Elternzeit meinen Job gekündigt habe, relativ ins Blaue hinweg und fange einen neuen Job an. Aber auch als Physiotherapeutin, ja, oder? Ja, auch als Physiotherapeutin, ja. Und hast du dann ein anderes Aufgabengebiet, einen anderen Aufgabenschwerpunkt? Komplett. In der Praxis, wo ich vorher war, war ich, wie gesagt, mit sehr vielen Sportlern unterwegs, habe Olympiasportler behandelt und so.
war mit auf Wettkämpfen und im Training von denen und gehe jetzt ins Krankenhaus und werde nur noch stationär Patienten behandeln. Das heißt, sie werden 1-2 Wochen da sein und dann werde ich sie tendenziell nicht mehr wiedersehen. Genau, also mal völlig was anderes jetzt. Ja, das ist ja legitim. Das machen genug Menschen, die keine MS haben, sicherlich genauso, ne? Also einfach mal einen neuen Blickwinkel vom eigenen Job sich anschauen. Ja, freue ich mich auch total drauf und bin echt gespannt, wie das wird. Schön. Super. Ja. Klingt super. Ja, und dann hast du ja ein ganz tolles Hobby. Du fotografierst ja viel. Wann fing denn das mit dem Fotografieren an? Ich freue mich ja immer über deine schönen Bilder bei Instagram. Ja, ich glaube, wie jeder das so sagt, schon immer fotografiert. Also ich war schon immer auf Klassenfahrten die halt nicht nur 1-2 Fotos gemacht hat, sondern 4 Filme voll gemacht hat. Bis meine Mama gesagt hat, das geht so nicht mehr, du kriegst jetzt eine digitale Kamera, weil das können wir nicht mehr zahlen. Ich glaube, wir waren einen Tag in Dresden auf einer Klassenfahrt und also einen Ausflug gemacht. Und da habe ich 4 Filme voll gemacht und da hat meine Mama gesagt, nein. Das war's. Das verstehe ich gut. Das ist meine Heimatstadt. Das ist eine tolle Stadt. Dass du nicht noch mehr Filme verknipst hast, wundert mich. Ich hatte nicht mehr dabei. Ja. Genau. Und ich bin 2014 nach Thailand geflogen mit einer Freundin und habe kurz davor meinen Mann kennengelernt. Und ich wollte unbedingt noch eine Speicherkarte kaufen für die Kamera. Und stand dann im Laden drin und dann war da ein Angebot von einer Nikon Spiegelreflex und habe mir gedacht, ja, cool wär's schon. Und mein Freund, oder mein jetziger Mann, meinte dann, ja, aber die Chance, in Thailand Fotos zu machen, kriegst du doch nie wieder wahrscheinlich. Oder zumindest so schnell nicht wieder. Ja. Kauf sie halt einfach. Ich sagte, ich kann mir doch jetzt nicht für hunderte von Euro irgendwie eine neue Kamera kaufen. Ja. Eine Stunde später hatte ich dann eine neue Kamera. 2 neuen Speicherkarten und allem Möglichen, was dazugehört. Und ja, bin 2 Tage später nach Thailand geflogen. Und somit hat es dann eigentlich angefangen, so richtig mit dem Fotografieren. Und habe dann, dadurch, dass ich ja schon immer eigentlich reite auch, war bei uns im Stall, oder ich habe eine Reitbeteiligung schon sehr, sehr lange. Und die Besitzerin davon, die wollte mit dem Pony im Sonnenblumenfeld Fotos machen. Und mir haben immer diese Pferdefotos gefallen und sie hatten eigentlich eine Fotografin und die war aber zeitlich immer ein bisschen eingespannt und hatte nicht wirklich Zeit und die Sonnenblumen blühen natürlich jetzt auch nicht ewig. Und dann habe ich gesagt, also ich könnte es schon machen, ich keine Garantie, dass es schöne Fotos werden, aber wir können es probieren. Und damit hat es dann richtig angefangen. Ja. Und dann hatte ich ja 2015 eben diesen Cut ein bisschen und habe 2016 Anfang einen Fototag mitgemacht mit einer mittlerweile echt guten Freundin, die ich da kennengelernt habe und wir haben ein Mädel in ein Kleid gesteckt im Schnee und haben dazu weiße Pferde fotografiert und ja, dann hat es noch mehr angefangen und es wurde wirklich ein Teil davon, dass ich das richtig viel gemacht habe. Schön. Ja. Und was ist dein Fokus? Also sind es Menschen, Tiere oder? Es war lange Zeit wirklich Pferde, Hunde. Mittlerweile ist es viel auch Menschen, Baby, Bauch, Newborn. Ganz viele Freunde natürlich werden gerade schwanger bei mir oder waren schwanger und haben Babys bekommen, die dann immer wieder fragen, ob ich nicht die Fotos machen könnte, weil ich die einfach sehr natürlich halte und nicht so krass gestellt, sage ich mal, die Bilder mache. Und genau, also hauptsächlich draußen, ich mache nichts innen, viel in der Natur, was sich eben anbietet gerade. Ja. Schön. Ist ein sehr schönes Hobby, aber auch sehr zeitintensiv. Das stimmt. Ja. Es ist bei mir gerade ein bisschen zurückgedrängt mit dem ganzen Aufwand ums Schreiben und Podcasten, aber ja, wir haben ja auch Ich gucke gerade hoch zu unseren Spiegelreflexkameras. Wir haben auch 2 Nikon und ein paar schöne Objektive und so. Ja, ich habe mir erst vor Corona eine neue Kamera gekauft. Sehr gut. Da konntest du ja wenigstens jetzt diese Zeit des
ich darf keine Leute treffen, ein bisschen damit nutzen? Ja, gar nicht so viel. Ich habe echt nicht viel gemacht. Okay. Weil irgendwie so viel anderes zu tun war und irgendwie wartet sie. Naja, noch auf das, deswegen Einsatz, das wird kommen, das wird kommen. Ja. Und sag mal, wie hat sich denn, also du machst ja auf mich einen sehr glücklichen, zufriedenen Eindruck, größtenteils auf jeden Fall. Wie hat sich denn deine Einstellung in Bezug auf Glück, Zufriedenheit, Dankbarkeit geändert? Hat sich da was geändert oder bist du so geblieben, wie du vorher warst? Ich glaube, dass ich ziemlich genauso geblieben bin. Ich habe einfach ein bisschen aufgeräumt in meinem Leben, hauptsächlich in der Zeit dann auch in der Psychiatrie und danach, wo sehr viele Leute, die vorher in meinem Leben waren, nicht mehr jetzt in meinem Leben sind, was auch manchmal gut ist, da mal aufzuräumen. Ja, absolut. Ich bin sehr direkt, das war ich aber vorher schon. Da ähneln wir uns. Da nehme ich halt überhaupt kein Blatt vor den Mund, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Ja. Genau, ansonsten hat sich da, glaube ich, gar nicht so viel sonst geändert. Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber aufräumen ist doch eine gute Sache, genau, dass man nicht mit Leuten zusammen ist, bloß weil die schon immer da waren, ne? Sondern ja, die um sich herum hat, gut, die man mag, die einem gut tun. Ja, und lieber wirklich weniger Leute um sich rum, aber dann die richtigen. Früher habe ich immer gedacht, was redet ihr da? Aber es ist schon wirklich so. Ja, absolut. Ja. Absolut. Sag mal, hast du ein paar Tipps bei Symptomen, die du immer mal wieder verspürst, die vielleicht den Hörerinnen und Hörern da draußen helfen? Schwierig. Meinst du bei frischen Symptomen oder alten? Also was du, wenn du, also zum Beispiel ich verspüre ja auch immer mal alte Symptome, ne? Dies ist nicht dann ein aktueller Schub. Und wie du dann sozusagen damit umgehst, ob du da irgendwelche, die Nadine sagte zum Beispiel, dass sie so eine Kühlweste eine gute Möglichkeit sein kann und sich da bald holen möchte, wenn sie so ein bisschen mit der Fatigue Probleme hat oder so. Ja, also ich habe mit der Fatigue oder mit Uthoff und so gar nicht wirklich Probleme. Ach schön. Da bin ich zum Glück wirklich sehr verschont bis jetzt. Ansonsten, wenn ich alte Symptome spüre, verfalle ich meistens kurz in Panik. Ja, auch normal. Ja. Und denk kurzzeitig, alles fängt wieder von vorne an. Und ich habe von der Psychotherapie her ein paar Tipps bekommen, was ich machen kann. Also ich versuche wirklich dann einfach mal Stopp zu machen, zu sagen, okay, was sehe ich, was spüre ich, was denke ich gerade, was höre ich, dass ich einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen komme. Um eben nicht wieder komplett in Panik zu verfallen, weil das wirklich auch mein größtes Problem ist. Sobald ich irgendwas spüre, fängt mein Kopf an, alles wegzuwerfen, was ich je gelernt habe. Und ja, also ich muss einfach wirklich mich rausnehmen, gucken, ist es wirklich was Neues, ist es was, was ich kenne, und dann entspannt zu bleiben. Ja. Ja, sehr gut. Ja, und ich meine, klar, sowas muss man auch üben. Aber das ist doch schon mal ein guter Hinweis, dieses. Und dass es eben bei dir auch so ist, ne? Ich glaube, das hilft ja auch vielen Hörerinnen und Hörern zu wissen, okay, ich bin nicht allein, auch andere kriegen da Panik und so. Das ist immer meist ganz schön, wenn man sich nicht alleine fühlt. Ja, ich habe mit einer guten Bekannten aus der Selbsthilfegruppe darüber mal gesprochen. Und die hat die MS schon seit sehr, sehr vielen Jahren, also ich glaube schon über 25 Jahre. Und sie hat gesagt, sie verfällt auch jedes Mal in Panik, wenn sie einen Schub hat oder irgendwas merkt. Und habe ich gesagt, dann bin ich zumindest nicht die Einzige, der das so geht und dass es auch nach vielen Jahren immer noch so ist. Ja, ist auch, glaube ich, normal, genau. Gibt's denn einen großen, bisher unerfüllten Wunsch, den du gerne in Zukunft verwirklichen willst? Ja, wir wollen, also mein Mann und ich wollen eine Reise mit dem Bus machen. Ihr habt so einen VW-Bus, ne? Genau, der war zum Wohnwagen schon umgebaut. Wir haben ihn komplett leer gemacht, weil wir ihn anders umbauen möchten. So steht er jetzt leider schon eine ganze Zeit lang da, weil wir es zeitlich einfach nicht hinkriegen, es irgendwie zu machen. Aber irgendwann ist der Plan, dass der fertig ist und wir mit Bus, Kind, Hund nach Russland fahren, in die Mongolei und nach Kasachstan. Ja, cool. Da
Das ist sehr ein sehr großer Wunsch, wo wir natürlich eine lange Zeit für brauchen werden, also auch für die Fahrt und die Reise an sich, aber das ist irgendwann mal unser Traum. Das klingt super. Da ja. möchte ich dann ganz viele tolle Bilder sehen im Nachgang. Ja, das werden ganz viele. Ganz wir sicher. Wir hatten die Mongolei auch auf dem Plan. Wenn unsere Tochter nicht gekommen wäre, wäre die Mongolei die nächste große Reise geworden. Okay. Genau. Ja, also das ist so landschaftlich, finde ich das einfach wahnsinnig spannend. Und das ist auch kein Land, wo jetzt irgendwie schon so viele waren und es so viel erforscht ist, sondern das ist einfach mal was Neues. Genau. Ja. Sehr schön. Super. Dann kommen wir jetzt zur Blitzlichtrunde. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Von einer Patientin, die mal gesagt hat, Gott gibt einem nur die Schicksalsschläge, die er verkraftet. Habe ich damals nicht geglaubt. Mittlerweile schon. Ja, irgendwie schon. Wie lautet dein Lebensmotto? Ich habe gar nicht wirklich so eins. Für mich ist so ein Spruch einfach, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja, der ist schön von Herrn Einstein. Der ist sehr schön. Genau. Den finde ich auch gut. Und der ist auch absolut richtig. Ja, es ist nicht richtig ein Motto, aber einfach ein sehr schöner Spruch, der mich immer wieder begleitet und bestätigt. Ja. Vervollständige den Satz. Für mich ist die Multiple Sklerose Fluch und Segen zugleich. Ja. Gibt es eine Internetseite, die du zum Thema MS empfehlen kannst? Ich habe, glaube ich, wirklich hauptsächlich auf der DMSG-Seite geguckt und auf Instagram beziehungsweise YouTube. Ja. Google würde ich nicht empfehlen. Bei YouTube war es da, weil YouTube ist jetzt erstmal sehr groß. Bei mir gab es damals noch nicht so viel vor 7 Jahren irgendwie. Ich hatte mit der Sabine von Kleine Graue Wolke, die hatte damals einen YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, weil sie ja sich ein bisschen rausgenommen hat. Da habe ich sehr viel von ihren Dokumentationen angeschaut und von der Lara, die in Thailand ist. Ich weiß gar nicht, wie sie da heißt. Ja, die habe ich auch mal irgendwann gesehen, aber ich bin nicht so bei YouTube viel unterwegs. Ja, okay. Die zwei eigentlich. Ja. Okay. Liest du aktuell ein Buch oder hast du vor kurzem gelesen, was du empfehlen kannst? Kann um ein komplett anderes Thema gehen, also irgendwas Schönes? Ja, ich habe von Nikki French die Serie gelesen von Montag bis zum 8. Tag. Die kann ich nur ans Herz legen. Die ist wahnsinnig spannend. Macht wenig Sinn, sie abends zu lesen, weil sie verdammt aufregend ist. und ich, wenn mein Mann in der Nachtschicht ist oder in der Spätschicht ist, ich kaum schlafen kann. Aber die lesen sich einfach so toll und sind so spannend. Ja. Die habe ich, glaube, letzte Woche zu Ende gelesen. Ja. Okay. Jetzt suche ich Neues. Danke für den Tipp. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Was für einen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich geben zum Zeitpunkt der Diagnose aus heutiger Sicht? Ich hätte mir damals gesagt, entspann dich ein bisschen und sieh das alles lockerer, als es in dem Moment aussieht. Ja. Ist alles nicht ganz so schlimm, ne? Das ja. Gilt zum Glück für die meisten. Deshalb hier auch dieser Podcast, um vielleicht all denen, wenn du da draußen jemand bist, der frisch die Diagnose hat, das ist alles nicht so schlimm. Man kann mit den meisten Dingen leben und gibt vielleicht mal Tiefschläge, aber die haben andere Menschen ja auch. Also für mich war wirklich die Diagnose damals der absolute Horror. Und für mich habe ich gedacht, das Leben ist jetzt vorbei, das war's jetzt. Aber es ist nicht vorbei. Man kann wirklich alles machen und die meisten Träume auch irgendwie verwirklichen und es geht weiter. Genau. Ja. Genau. Ja, das waren auch schon schöne Worte. Ich frage trotzdem, möchtest du noch irgendwas anderes den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Eigentlich nicht. Ich glaube, mit Macht weiter und es ist alles möglich, ist alles gesagt. Ja. Ja. Gibt es, also wo findet die Hörerin der Hörer denn weitere Infos über dich? Nur bei Instagram oder gibt es auch eine Seite zu deiner Fotografie? Ich habe eine Homepage, die ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu finden. Unter korewfotografie.wixsite.com
habe ich eine Homepage. Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Genau, ansonsten einfach auf Google eingeben, Kore W. Fotografie, da habe ich den Instagram-Account, auf Facebook eine Seite und die Homepage, die am schlechtesten, glaube ich, erneuert wird. Wollte ich mal tun. Naja, gut, aber ja, können ja Interessierte dann nachschauen. Genau. Ja, liebe Corinna, dann vielen Dank für all die Einblicke, die du gewährt hast. Vielen Dank, dass du auch so offen berichtet hast. Und ich fand das total spannend. Ich bin mir sicher, Hörerinnen und Hörer da draußen fanden das auch spannend und vor allen Dingen auch ermutigend. Mir geht's ja auch darum, hier nicht nur meine Perspektive zu teilen, sondern eben auch die von dir und von anderen, damit das Bild einfach breit wird. Und ich glaube, in der Breite kann man dann eben immer gut sehen, die MS ist keine schöne Diagnose, aber man kann eben damit leben und man kann sie zu einem Teil des Lebens degradieren, möchte ich sagen. Sie muss nicht bestimmend sein, sondern das sie ist ein Teil des Lebens. Sie ist dabei, sie wird immer bleiben, aber man muss halt einen Weg finden, mit ihr zu leben und nicht gegen sie zu leben. Und genau, ja. Absolut. Ja, dann vielen Dank. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal im richtigen Leben kennen. Für jetzt erstmal ganz liebe Grüße nach Mittelfranken und dann sehen wir uns ja sicherlich bald wieder bei Instagram. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön, ja. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial. Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert. Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de/newsletter. Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.